Was ist der Grund, warum beinahe alle Bauwerke der Architekturgeschichte, ganz gleich um welche Epoche es sich handelt, allesamt ihre Wirkung bis heute nicht eingebüßt haben, während die meisten modernen Bauwerke ja bereits nach kurzer Zeit, wenn sie ihren Neuigkeitswert verloren haben, im Vergleich zu dieser althergebrachten Baukunst eher schlecht dastehen und im direkten Vergleich unterliegen? Ja, das mag darin begründet sein, dass sich die moderne Architektur in ihrem Abstraktionsdrang darin verweigert, der Welt und der Wirklichkeit angehören zu wollen, während beispielsweise noch der Jugendstil oder der Expressionismus, beide mit ihren Extravaganzen, zumindest noch die Wirklichkeit beherzigen und ihr Rechnung tragen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist ja geknüpft an eine Kausalität, deswegen nennen wir sie Wirklichkeit. Und die Architektur mit ihren statischen Gebilden beruht ja selbstredend auf der Wirklichkeit, sonst würde ja jedes Gebäude alsbald in sich zusammenfallen. Wenn es aber um die Gestaltung von Architektur geht, dann versucht man oft, die Wirklichkeit zu verleumden, indem man eben die abstrakte und verfremdete Form verfolgt und architektonische Notwendigkeiten wie Statik oder Entwässerung eben verhehlt. Die Abstraktion kommt ja vom lateinischen abstrare, was so viel bedeutet wie ab- oder wegziehen. Und deswegen ist die Abstraktion etwas Abgezogenes, also eine verkürzte Wirklichkeit. Dementsprechend spricht Hegel einmal den Satz, denn Abstraktion in der Wirklichkeit geltend machen heißt Wirklichkeit zerstören. Und vergangene Epochen versteckten und verhehlten eben nicht die architektonischen Notwendigkeiten, die eben zur Wirklichkeit gehören, sondern sie nahmen sie als Grundlage und Anlass ihrer Gestaltung. Wenn man das bekannte Bild des alten Mercedes-Modells vor Le Corbusiers Haus am Waisenhof betrachtet, so fällt sofort auf, dass das Haus noch immer modern wirkt, während ja das Auto ja selbstredend als antiquiert und als Oldtimer gefasst wird. Und der Grund, warum diese über 100 Jahre alte Architektur und vergleichbare Bauten heute immer noch modern wirken, ist, weil sie nie in der Wirklichkeit ankommen. Und das ist auch der Grund, warum moderne Architektur oft auf Bildern oder in Modellen sehr annehmlich wirkt, weil sie hier von der Wirklichkeit abgezogen ist. Und dem entspricht es auch, dass die heutige Architektur ja vornehmlich darin bestrebt ist, medienwirksame Bilder zu erzeugen und das in zurechtgemachten Renderings präsentiert, die dann ihre atmosphärischen Versprechen in der Wirklichkeit dann oft nicht halten können. Ein Gebäude hat also mit seiner Gestalt in der Wirklichkeit zu bestehen, es hat sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und auch dieser zu begegnen. Ja, dazu möchte ich die drei grundlegenden Punkte nennen, wie die Architektur der Wirklichkeit zu begegnen hat. Ja, zunächst wäre da die Schwere zu nennen, das ist ja die ursprünglichste Gegebenheit, auf die der Baukörper zu reagieren hat. Die Architektur ist ja in ihrem konstruktiven Aufbau bereits das Gegenspiel zur Schwerkraft und im Abstraktionsdrang wird das aber oft missachtet, indem man die Schwere mit kecken Einfällen irgendwie versucht zu überspielen, sodass das Bauwerk angeblich schweben soll oder so aussieht, als würde es gleich zusammenfallen. Und der Baukörper hat aber eine Beziehung zur Schwere zu pflegen. Das heißt, er muss auf dem Boden stehen, er muss in den Himmel wachsen und auch an seinem oberen Ende einen Abschluss finden, sodass er nicht unvermittelt aufhört und ein Oben und ein Unten zu erkennen ist und er dadurch seine Beziehung zur Schwere anzeigt. Ganz primitiv lässt sich das noch bei der Pyramide erkennen und das differenziert sich dann in der Architekturgeschichte immer weiter aus. Der zweite Punkt ist dann die Witterung, das heißt, der Baukörper hat auf die klimatischen Verhältnisse einzugehen. Das äußert sich dann beispielsweise in einer Bedachung, in Gesimsen oder Tropfkanten, sodass die Fassade vom Regenwasser geschützt wird und auch das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann, ohne den Baukörper zu schaden. Eine abstrakte Form ohne Dach gehört daher höchstens in eine sehr regenarme Wirklichkeit, während eine regenreiche Wirklichkeit wiederum eine entsprechende Ausgestaltung des Baukörpers bedarf mit einer Bedachung, mit einer Dachneigung, mit Gesimsen und eben Tropfkanten. Der dritte Punkt ist dann die Beziehung oder die Begegnung zur Welt. Die Wirklichkeit der Welt besteht ja nicht aus in sich abgeschlossenen Individuen, sondern alle Teile der Welt pflegen eine Beziehung und einen Austausch untereinander. Und für die Architektur bedeutete dies eben, dass der Baukörper sich auch zur Welt zu wenden hat. Das heißt, er muss sich in der Welt ausrichten, eine Physiognomie ausbilden und auch dementsprechend seine Funktion anzeigen. Das heißt, er kann entweder empfangen, er kann aber auch abweisen, drohen und behüten, je nachdem, wie es die Funktion des Baukörpers verlangt. Er hat also seine Beziehung zur Welt klar anzuzeigen und sich nicht in einer teilnahms- und regungslosen Form einfach in die Welt zu stellen als abgeschlossenes Objekt.
Zuletzt möchte ich das noch an einem Beispiel anschaulich machen, das ich extra wähle, weil ich hier die Abstraktion als Grundkonzeption des Entwurfes eigentlich als angemessen empfinde. Ja, für die Diözesansbibliothek in Münster hat Max Dudler eher abstrakte Bauformen um den altehrwürdigen Komplex der Überwasserkirche herumgesetzt, um diese sozusagen einzurahmen. Ja, die Anschauung eines Gebäudes als rahmende Mauer, die sich sozusagen von der Umgebung abkehrt und die den umgebenden Stadtraum auch ignoriert, rechtfertigt in gewisser Weise diese abstrakte Bauform. Ähnliches hat Max Dudler ja schon am Hambacher Schloss vollführt, als er auch das Bauwerk als Mauer benutzt, um diesen Bestand einfach nur zu rahmen. Was aber nun passiert ist, dass das Bauwerk, obwohl es ja fest mit dem Erdboden verbunden ist, sich der sonstigen Wirklichkeit verweigert und eher fremd zu dem alten Komplex der Kirche wirkt. Und das hat zur Folge, dass diese allzu glatte Form bereits nach wenigen Jahren ohne die notwendigen Tropfkanten eben schon sehr schäbig aussieht, während die alte Kirche mit ihrem teils sehr verfärbten Natursteinmauerwerk immer noch gut dasteht. Ja, und diese fremdartige Wirkung hat eben damit zu tun, dass das Bauwerk nicht in der Wirklichkeit ankommt. Ja, deswegen kann man zusammenfassend sagen, dass das abstrakte Formschaffen in der Architektur nicht Ablehnung findet aufgrund irgendwelcher Geschmacksfragen, sondern weil diese Bauformen sich schlichtweg der Wirklichkeit verweigern und daher nie wirklich in der Welt ankommen. Und zu einer Architektur, die tatsächlich zur Welt gehört, bedarf es daher der Annahme und der Begegnung der Wirklichkeit, die sich eben in den Parametern Schwere, Witterung und Beziehung zur Umgebung ausdrückt.